Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind beim Metal Gear Solid Ghost Bubble. An meiner Seite der großartige Alpha 87 LP. Und extra um den Gag reinzumachen, ich habe gerade statt Folge Fail gesagt. Knaller. Ja, Fail. Knaller. Ja. Knaller. Was macht der gute Venom? Habe ich schon gesagt, Knaller. Ja, sie können mich auch mieten. Ich trete auch gern bei hier Kindergeburtstagen auf und so. Frag mal ganz lieb, vielleicht tun wir das dann irgendwie als Outtakes rein. Nein. Ich wusste es. Nein, ich habe mein Witzbuch, das ich abarbeiten muss. Das habe ich von großen Let's Playern gelernt. Der ist gerade mal bei Seite 12, also dauert's. So, bist du bereit für Level 8? Ja, sicher. Wir sind immer noch im Sneaking Mode 5-7. Wir dürfen immer noch die Leute alle wegballern. Und eigentlich dachte ich, rohe Gewalt liegt mir mehr als Sneaking. Nicht unbedingt. So, was ist denn hier jetzt neu? Sieht jetzt nicht so spannend aus, wenn ich ehrlich bin. Nicht wirklich? Weil die kommen gleichzeitig. Tja. Das hilft ihnen auch nicht, wie man sieht. Nicht wirklich. Dreht der um? Ach, der kommt auch runter. Ist eine Erleichterung. So, ist da noch eine? Ach, da sind noch zwei. Was machen die denn? Die machen da oben Tapdance oder was? Okay. Treffen sich auf den Kaffee. Hat ein bisschen was so wie hier vom englischen Königshaus, ne? Wenn die da ihre komischen Manöver abziehen. So, komm, du bist jetzt auch tot. Du weißt es nur noch nicht. Guck. Ja, das war ja schwierig. Es hat dich schon überfordert, ich merk's. So. Kommt jetzt mal endlich wieder eine Herausforderung. Ich weiß, ich reiß so die Klappe auf und krieg gleich so einen vors Fressbrett. Kamera, Kamera, Kamera. Was ist ein Karton? So, der steht erstmal. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich mag solche Missionen total. Oh, ich liebe es auch. Was war das denn jetzt? Der hat mich noch gesehen aus dem Trichter. Oh. Was ja ein bisschen ärgerlich ist bei dem Radar, die haben tatsächlich diese Trichtersicht, die bei Metal Gear 2 erfunden wurde. Es wird nur nicht so angezeigt. Das ist ein bisschen ärgerlich manchmal. So, also gut. Metal Gear 2? Metal Gear 2, da fing es an mit der Trichtersicht. Metal Gear 1 hatte wirklich diesen 90 Grad und Metal Gear 2, wenn du es dann mal zockst, du hast es ja vor, dann musst du darauf achten, die haben so einen 45 Grad Bonuswinkel. Das heißt, die machen nicht 90, die machen 135 immer. Da muss ich mal was checken, weil ich glaube, die hatten echt nur so eine gerade Sicht. Ah. Nee, muss man darauf achten. Die können tatsächlich den Kopf auch ein bisschen neigen. So, das ist gut. So, das war schon mal gut. Da kommt die nächste Kamera. Ich weiß, der Snake ist so unglaublich fotogen. Verdammt geil, ha? Wollen Super. Sie heiße Hentai-Bilder von einem gelben Karton sehen? Dusch! Schön auf der Fashion Week. Da. Ja. Hier wieder gute alte Witze, ne? Ich meine, das hat ja so ein bisschen was von so einem Catwalk. Da hätte ich dann gern passend dazu Living in a Box. Ha! Ich werd bekloppt. Das sieht schlecht aus. Ah, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Warte mal, kann ich den Spaß nicht irgendwie aus irgendeiner Ecke erledigen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also das sind Missionen, also wenn ihr mich richtig ärgern wollt, davon 100.000. Die so richtig 20 Jahre dauern. Ja gut, dann hätte ich gerne davon ein Replay. So, der kommt runter. Guck mal, ist ein Karton. Guck mal, ein Karton. So, schnell raus da. So. Und wieder ab in den Karton. Er müsste eigentlich Snake nicht irgendwie mit den Jahren Rücken haben? Der hat Rücken. Der hat Rücken, der hat Fuß, der hat Kopf. Das ist der Horst Schlemmer der Agenten. Ja, ich meine ja nur den ganzen Tag in der Box rumzuhängen. Ja gut, aber es muss anscheinend echt bequem sein. Weiß nicht, ich meine, ja. Vergiss die, das ist ja von Hideo Kojima. Vielleicht hat er da seine Hentai-Comics.
und ist beschäftigt. Ja gut, ich meine, ich weiß noch bei MGS3, als zum allerersten Mal die Box erfunden wurde, in Anführungsstrichen, und Snake da reinkroft, hat er nur noch über Funk gesagt, ne, das müsst ihr mal machen, geht in eine Box und funkt dann die Leute an. Dann sagt er dann so, der Typ, warum bist du in der Box? Sagt er, weiß ich nicht, das ist so ein Drang, so ein Gefühl, es befriedigt mich. Ich weiß noch, das muss man sagen, das war bei Snake Eater wirklich geil, also da gab's so geile Radiodinger, ne? Ja, seit MGS2 kenne ich das so. Ja, also Snake Eater hat es noch auf die Spitze gebracht. Ja, da ist ja der Snake alias Big Boss ja ziemlich, wird da irgendwie ein bisschen naiv dargestellt. Ja, aber das Geilste ist, du hast ja wahrscheinlich auch den halben Dschungel gefressen, ne? Ja, und jedes Mal angerufen. Genau, geile Kommentare. Snake, sie essen das wirklich? Ja. Mit dem Geier. Ey, der Spaß habe ich mir getan. Ich habe erst gegessen, dann angerufen. Ja. Und dann hat er den Geier gefressen. Dann hat er angerufen. Dann sagt ihm die Olle, ja, die fressen auch Menschen. Hm? Danach klang der gute Snake nicht mehr gut. Dem war nicht mehr so nach Essen zumute. Kommt doch. Na, was ist das, die drei Stooges? Wo wollt ihr denn hin? Oh, er hat's gemerkt. Zwei meiner Kollegen sind tot. Verdammt, hier ist was nicht normal. Ja, Moment, der erste war noch normal. Jetzt ab dem zweiten wird's komisch. Ja, der stand da hinten und sagte sie, ey, jetzt muss ich die ganze Arbeit machen. Ey, so eine Scheiße hier. Oh, scheiß ich AG. Na komm. So, haben wir noch zwei. Die müssen mich doch hören. Naja. Wo wollt ihr denn lang? Na genau. Ach! Der hat mich gesehen? Durch die Wand. Was ist das denn für ein Top-Agent? Der wird eingestellt. Sofort für Foxhound rekrutiert. Also wir können es ja spoilen. Also die Story ist ja, dass das ja hier so eine Art zweites Outer Heaven sein sollte. Und man hat sich ja Gott sei Dank in diesem Titel, das finde ich ja eigentlich ganz gut, an die Story festgelegt, dass sie Big Boss dann doch nicht kontrollieren konnten. Was ja auch im Allgemeinen sehr ein bisschen schwierig ist. Also sprich, Big Boss hat ja Outer Heaven gebaut, wie wir ja wissen. Ja, klar. Und in dieser Geschichte haben sie es dann so gemacht, weil eigentlich wurde Big Boss von den USA beauftragt, eben Outer Heaven zu gründen, damit USA Afrika kontrolliert. Ja, aber er hat natürlich nicht nach den Regeln gespielt. Überraschenderweise. Wer konnte damit rechnen? Bei seiner Vorgeschichte. Ich hab eigentlich eine gute gehabt. Mhm. Also bis zum Zeitpunkt von Kalle. Na komm. Da kommen sie wieder. Hier. Eine geile Story. Also, wenn man jetzt aber alle Teile bis jetzt kennt, also so mit ganz aus den Patreons, dann weiß man eigentlich, wie, warum, wieso, weshalb er eigentlich Outer Heaven gegründet hat. Nicht aus Jux und Nollerei. Nein. Sondern um Amerika eigentlich wirklich einen Schlag auf die Fresse zu geben. Ja, richtig. Deswegen, er ist ja da nicht ganz so im Frieden. Ja, er hat ja nichts gegen Amerika per se, sondern wer der Amerika regiert. Das ist ja klar. Aber eigentlich finde ich die Story geil gemacht, ne? Am Ende diesen Streit. So. Ich sag doch, wir wollen noch irgendwann mal die Vorgeschichte von Gray Fox, dann haben wir alles. Ja, Gray Fox Vorgeschichte. Oh, ich glaube, da wird es Problematik geben, ne? Denk dran, Mauer, Deutschland, Mauerfall. Obwohl, ne? Gray Fox ist, glaube ich, Westdeutschland, ne? Der ist nicht Ostdeutschland. Ja, ja, der ist aus dem Westen. Der ist Westdeutsche. Der Herr Jäger. Frank Jäger. Obwohl, ich frage mich, ist er wirklich Deutscher? Weil bei Portable Orbs, wie ist es nur... Boah, war das wirklich knapp. Letzte Patrone und Treffer. Wie immer, du hast ja ein Glück, ey. Du kannst es mittlerweile als Können verkaufen, glaube ich. Mit Fallgruben. Habe ich schon erwähnt, dass ich Fallgruben mag? Ja. Gab's in allen LPs noch nicht zu sehen, übrigens.
Wie viel habt ihr denn hier? Gab's hier beim Baumarkt Sonderverkauf? 20% auf Fallgruben oder was? Ich muss aber jetzt überlegen, seit MGS 2 sind die Fallgruben weniger geworden, ne? Ja. Ja. So, das war Nummer 1. Und natürlich die Gegner, die können auf den Fallgruben rumtanzen, da passiert natürlich nichts, ist klar. So. Wo geht der lang? Ist vollkommen egal, wo der lang geht, jetzt geht dann da irgendwo mehr lang. Ich habe gerade einen Freund getötet. Wo ist er denn? Verseltsam. Money. Genau. Genau, Money. Wir sind auf dem Niveau der Rudolfs, ne? Money, haben wir eigentlich noch hier den 250er Auspuff? Ja, wir. Ja, wir. Ah, oh, ne, die Rudolfs. So, wo muss ich denn hier lang? So, komm. Komm mal her, mein Freund. Ja, natürlich gehst du nicht über die Grube. Ne, verarscht. Ja, wenn Sarazar wieder ein Video braucht. Eieieiei. Ja, so bitte nicht machen. Ich hasse das, weil ihr dürft nämlich gar nicht an der Ecke stehen, dann triggert die Grube schon. Wie wir gerade gesehen haben. Müsste mal auch Spaß machen, eigentlich bei dir die Grubenfälle zählen. Ach, da gibt's kaum welche. Gut, dann nehmen wir einfach, damit das vielleicht ein bisschen sich summiert. Metal Gear, Metal Gear 2 und... Oder das jetzt. Guck mal. Mhm. Also ich hab ein Faible für Gruben. Ich weiß nicht, ob das rüberkam. Hast du bei dir auch vor der Wohnungstür eine Falltür? Wenn ich sie hätte, würde ich nie aus dem Haus kommen, glaube ich. So, komm, ich habe gerade deinen Kumpel getötet. Das müsstest du merken. Der ist nicht spontan krank geworden. Der hat sich abgemeldet. So, die sind weg. So, dann sind wir wieder bei Heini Feinbein. So, und Heini Feinbein müsste ich gleich... So. Ist noch einer? Ja, wahrscheinlich, ja. Da vor dir. Okay, kann ich dir von hier aus? Nein. Jetzt aber. Ja. Einfach draufhalten. Das kannst du doch am besten. Snake, was tun Sie da? Dürfen wir auch. So, 13. Huiuiuiuiui. Noch mehr Kameras. Ihr habt doch einen an der Klatsche. So, der dreht sich um. Das ist gut. Das ist nicht gut für ihn. Der hat reagiert. Ist auch nicht gut für ihn. Das war's schon. Geradeaus. Geil. Also es gibt auch schwerere Missionen, sagt man. Ach du meine Fresse. So, eigentlich müssten wir ja jetzt den Weg kennen. Ach nee, wir müssen die ja alle eliminieren, ne? Nope. Dann fahren wir jetzt Lift. Gekotzt wird später. Sie haben ein Paket bestellt. Guten Tag. Oh, leider keiner da. Dann wird es bitte per Post abgeholt. Genau, ist ein Paket ab 18. Nur eigenhändig. So. Kletter mal raus. Weg. So. Müssen wir da lang. So, wo ist denn noch so ein Vogel? Ach, der ist da unten. Kann ich den auch so erledigen? Achso, den müsste ich eigentlich so kriegen, wenn er gleich dreht. Dreh ihn mal um. So. Geil, Mann. So, dann müssen wir jetzt den üblichen Weg gehen. Das war doch mal der übliche Weg. Der war da lang. So, dann brauchen wir den Vogel hier noch und dann ist eigentlich der Level gecleared. Alzheimer lässt grüßen. Ich merke schon. So, ich stelle mich schon so hin. Oh, ein Karton. Schon wieder. Na, steig doch aus, du. Vorsicht, der dreht sich jetzt um, wenn du jetzt den Karton... Okay. Ich konnte... Hatte ich gar keine... Hatte ich keine Munition mehr? Du hast keine Waffe mit.
dass die Waffe weggesteckt. Ja, das... Luftpunch über Dragon Ball. Hau mal so lange in die Luft, bis da was passiert. Kamehameha! Nee, Windzug hat dich verraten. Genau. Genau, auf der gegnerischen Plattform ist irgendein Trottel und versucht mich seit 5 Minuten zu punchen. Von 5 Meter Entfernung. Mati, der hält dich so cool wie Chuck Norris. Oh. Ich sag ja, du spielst Solid Snake, nicht Chuck Norris. Ja, Chuck Norris braucht gar nicht spielen. Der ist schon an der Lösung. Geil. So. Habe ich letztens ein Bild im Internet gesehen, war ein runder Felsen, total in zwei geteilt. Hm? Da stand drüber, Chuck Norris was hier. Als Chuck Norris damals die Welt erschuf. So. Jetzt habe ich eine Waffe? Ja, jetzt noch hast du sie. Das war's, ne? Schön. So, jetzt müssen wir nur noch wieder irgendwo dahin. Ja, das ist richtig, glaube ich, da drauf. Ah, gut, das passt. La 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 la. So. Dann schaffen wir in dieser Folge tatsächlich noch das. Respekt. So. Finale. Echt? Das ist die 15. von vom Sneaking Mode mit 5-7. Dann kommt gleich nur noch der Advanced Mode. Dann war's das. Insgesamt 30. Genau. Okay. Also jede Waffe, glaube ich, 5 Missionen, wenn ich das richtig. Noch auf die. Was mache ich denn? Ich wechsle einfach mal die Waffe, genau. Genau, und lass mich da noch dabei erwischen. Genau. So, wie viele Vögel sind denn das? Das sind doch gar nicht so viele, oder? Sind das 3? Nee, plus Kameras. Ja, gut, die mach ich kaputt. Genau, Schlag in der Luft. So, drehst dich um. Drehst du dich um? Das war eine Aufforderung. Ja, kannst du nicht so seitlich schießen, wie du gerade standst? Der dreht sich nicht um. Nee, macht er ja nicht. Ach so, das ist wieder... So, dumm für dich. So. Ja. Aber das sind also tatsächlich 3 Stück. Ja, komm. Ja, sind ja dieselben wie beim letzten Mal. So, letztes Mal hast du sie ausgenockt. Oh. Oh, Venom. Wenn's läuft, dann läuft's. Ich weiß Wenn du nicht, was machst, dann richtig, ne? Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, sondern das war geplant. Ja, ich hab nur mit Profis zu tun. Ich glaube, das sagt der Campbell auch immer. Uah. Weg. Zum Glück da ist noch einer. Haben wir nicht gesagt, wir synchronisieren, sonst müsste ich den Campbell synchronisieren und jedes Mal, wenn du failst, Snake rufen. Snake! Das würde total an die Stimme gehen. So, ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht wie, aber es hat gefasst. Macht nichts. Resident Evil Logik. Resident Evil. Da ist er. Das sind die Sachen. Und das fangen wir gleich als nächstes an, dann in Folge 42. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Viel kommt nicht mehr. Das können wir, glaube ich, schnell beenden. An meiner Seite immer noch der großartige Alpha 87 LP und gleich geht's weiter mit 5-7 im Advanced Mode. Ich sag doch, 5 Missionen pro Ding, dann war's das. Dann haben wir auch das VR-Training, den Time Attack und so ein Quatsch, den spare ich. Ist das gleiche, nur eben auf Zeit. Aber dann habt ihr sozusagen eigentlich alles gesehen. Wenn ich das jetzt nicht verstehe, 5-7, 5 Missionen, C4, 5 Missionen. Genau. Alles klar. Also so wie beim Waffenmodus und das ist jetzt irgendwie, jetzt haben sie angeblich bei dem Modus, deswegen ist ja der erweiterte Modus, angeblich alles zusammengepackt. Ja, geil, Omar. Ich bin mal gespannt, ob wir dann tierisch einen auf die Fresse kriegen. Oder auch nicht. Oder vielleicht spielen wir das auch so aus dem Handgelenk durch. Ich glaub's nicht. Aber wir können alles. Außer Hochdeutsch. Ach nee, das war nicht Schwaben. Wir sehen uns
in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt, uns beide abonnieren, kommentieren, bewerten, toll finden und von uns eine Büste bauen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.